Hallo, mein Name ist Nino, ich bin 11 Jahre alt und spiele seit 5 Jahren Schlagzeug im Gitarrenlernstudio Rheine. Ich erkläre euch heute die Bestandteile des Schlagzeuges. Das ist die Bass. Hier ist die Snare. Hier ist die Hi-Hat. Hier ist das hohe Tom-Tom. Hier ist das mittlere Tom-Tom. Und hier ist das tiefe Tom-Tom. Hier oben ist das Crash-Becken. Und hier ist das Ride-Becken. Die Bassdrum wird mit einem Pedal getreten. Die Snare hat unten einen Teppich aus Draht, deswegen knallt die so. Die Hi-Hat hat unten auch ein Pedale, die kann man geschlossen spielen oder auch geöffnet spielen. Das ist das hohe Tom-Tom, das mittlere Tom-Tom und das tiefe Tom-Tom. Das Crashbecken benutzt man meistens für Akzente und klingt so. Das Ride-Becken kann man dann spielen, wenn man nicht auf der Hi-Hat spielt und klingt so. Die Bass, die Snare und die Hi-Hat werden am meisten genutzt für die guten Grooves. Alles zusammen spielt man so.